Pass mal auf, wir müssen nur aufpassen, dass hier der Griff nicht brennt. Ne? Ja, sonst ist er weg gleich. Was wird das? Ein Risotto oder das was? Ein Risotto, ja. Okay. Ja. Also Risotto Milanese, Originalrezept aus Italien. Das nächste Yam Yam. Ja, eines der nächsten. Und parallel dein guter Freund und Assistent und Sidekick Dr. Spaten, der presst jetzt Patties. Der hat das delegiert. Weil arbeiten ist delegiert. Also die Vorbereitung, ich presse die gleich, aber die Vorbereitung gerade anderweitig. Gut, dann wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr schon mal Brioche-Band holen. Schon mal jemanden zum Zwiebeln. Die streiten sich, wer die Arbeit macht. Egal. Patties und die Burgerpresse von der Grillshow. Und das wollen wir doch mal gucken, ob das funktioniert. Zünden! Wie war das? Das war der erste, der ist in den Händen. Aber schon mal feine Sache. Hast du Eis genug? Also ich muss sagen, Geilomat 3000. Man kann sie auch verstecken. Ja, genau, man kann sie auch verstecken. Das ist der Burger. Wie, das ist gar nicht unsere Lieferung. Lassen dir schmecken. Das ist meine persönliche Lieferung. Und diese meine urpersönliche Lieferung, werde ich jetzt nun fotografietechnisch dokumentieren. Punkt. Dann mach das. Yam, 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 yam. Der Chor, fehlt bei dir nicht was beim Burger? Das ist der pure Geschmack. Und du als künstliches das Werk. Das ist der Heidi Klum. Low Carb. Dann wird jetzt Schatzi den Burger hier halbieren. Und dann werden wir uns den schmecken lassen. Was musst du noch machen? Gemüse und der Stich zu. Ach du Scheiße. Ich mach Gemüse und das ist gut so. Ich mach Fleisch. Wo ist die Ananas? Die Ananas hat der Dirk geklaut. Der Dirk hat die geklaut? Der Dirk ist ein Ananas-Dieb. Hast du noch eine spezielle Nachricht an Dirk? Ja, aber nicht für die Öffentlichkeit. Warum nicht? Das weiß der Dirk selber besser. Oh, Dirk, du hast hier heute keinen Freund geschaffen. Und Leute, der Dirk hätte 39 Minuten gehabt, hier mal kurz vorbeizukommen, Hallo zu sagen, sich was im Hals zu schieben und wieder zum Fahren. Und das hat er nicht geschafft. Dirk, wir sind sehr beleidigt. Oder? Nö. Ja. Nö. Spaten wieder. Der hat aber eh nichts zu melden heute. Geht doch nie wieder hin. Chor, könntest du das nochmal sagen? Sagte Dirk, hätte er kommen sollen, hätte man die alten Knochen gleich verscharren können auf dem Hundeplatz. Dirk, du hast hier viele Freunde. Danke. So Leute, ich habe ein Stündchen Nickerchen gemacht und es hat Hanging Tender dabei gegeben und ja, ich habe es verpennt. Aber egal, da draußen ist irgendwie noch Gemüse auf der Platte, das holen wir gerade runter, das schauen wir jetzt auf der Stelle raus. Und 18 Kilo Wildeinsopf. Ja, ja, der mit seinem blöden Baron, da höre ich schon gar nicht mehr drauf. So, schauen wir mal. Hallo, hallo, was geht hier ab? Gemüse! Gemüse! Gemüsepfanne! Also was heißt Gemüseplatte? Schön, schön. Mit veganen Pommes. Jö. Ist ja nichts. Und da versteckt sich ein Wildragout, Wildgulasch. Wildgulaschtopf. Eigentlich ist es ein Wildschwein, oder? Also den werden wir nachher auf alle Fälle wieder vor der Cam probieren. So, Freunde, ganz kurzer Ort- und Zeitwechsel. Montag, wir sind ja schon lange wieder daheim und
Ja, das Wildgulasch essen wir erst heute. Es wurden viele, viele Portionen einvakuumiert. Jeder oder so ziemlich jeder hat, glaube ich, was mitgenommen davon. Und jetzt kommt das versprochene Probierle. Also das ist einmal sau gut geworden. Und das lassen wir uns jetzt heute schmecken. So, aber jetzt weiter noch mit den letzten paar Szenen von GMF. Also, um jetzt der Fleischvergiftung entgegenzuwirken, gibt es erstmal ordentlich Gemüse. Eine Flasche Rotwein rein. Zwei Dosen gehackte Tomaten. Mehr brauchst du nicht. Ich brauche aber einen Landschafter, weil ich gerne haben wollte. Machst du einen super. Die Tomaten ist das einzige, was ich mir aus der Mikrowelle habe. Die Landschafter, also das passt, das kostet so mehr. Mega kostet Tomate. Weißt du, Tomaten. So Leute, wir haben es irgendwo 8, 9, hau mich tot. Beleuchtung sieht hier draußen ganz komisch aus, auf dem Display zumindest. Ich schalte mal hier an der Cam was um. So, jetzt sollte es etwas besser sein, das war der Low-Lux-Modus. Ja, und wir haben es geschafft, es sind alle wieder sowas von vollgefuttert, dass wir unseren Essensplan komplett umgeschmissen haben. Aus den Brisket-Sandwiches ist jetzt bloß noch das Brisket in Scheiben geworden. Es wird noch klein geschnippelt, in Scheiben geschnitten und mit der Salate gegessen. Ja, und so weiter und so fort. Aber alle hier, es wird in die Runde gefragt, wird abgestimmt und alle sind einverstanden. Wunderbar. Also Leute, wir haben einen Heidenspaß. Und wir stimmen uns gegenseitig ab. Wunderbar, sehr geil. Ja, und ich glaube, das Brisket ist schon drin. Wer hat es an mir vorbeigetragen? Schau mal rein. Da steht er rum. Ich suche draußen, wo das Brisket hin ist. Du machst doch eh keinen Rennen, du sagst. So, wir werden jetzt das lecker super Brisket vom Prof aufschneiden. Das war um 11 Uhr Ego, ungefähr 8-9 Stunden bei 140 Grad, schätze ich mal. Hot and fast. Genau, und das werden wir jetzt aufschneiden. Und jetzt gucken wir, ob das was ist. Und saftig. Das geht aber durch wie Butter, ne? Das geht durch wie Butter. Jo, das sieht doch mal sehr gut aus. Und ist auch schön saftig und fettig. Ja. Ich kann euch gestehen, ich krieg nichts mehr runter. Ich krieg einfach nichts mehr runter. Sollen sich die anderen dran laben, glücklich sein, sich noch voller essen als voll, als sie schon sind. Habt ihr noch Hunger? Nein! Ich würde sagen, 70-30, wo noch Hunger haben. Lasst euch schmecken, ihr kleinen Fresspopel! Komm! Nein? Okay. Ihr Also, die futtern jetzt noch genüsslich, gemütlich und ich denke, für heute wird es dann auch schon gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt für den heutigen Tag genügend Spaß gehabt zum Zugucken. Und ja,
Der morgige Tag wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen Spaß bringen. Wenn ich die Cam heute nicht mehr auskram, sehen wir uns dann morgen früh hier wieder. Leute, wenn ich im Hotel bin, zeige ich ja auch immer noch ein bisschen das Zimmer. Das ist das Zimmer und das sind die besagten Betten. Und ich sag's euch, selbst mir schauen hier da hinten die Füße raus. Naja. Aber ansonsten ist es ganz gemütlich und wir gehen jetzt schlafen und morgen früh sehen wir uns wieder am Platz. Dann geht's weiter. Sonntag. In der Küche wird schon fleißig gewerkelt. Da wird für die Bratwürste alles vorbereitet, die man jetzt da noch macht. Feuerplatten sind schon verräumt worden. Machen wir die halt auf den Grill und einen Gasgrill, einen Kugelgrill und einen Gasgrill. Ja, und das Wildgulasch, hat man gesagt, das wird aufgeteilt, einvakuumiert. Da darf jeder noch ein Päckchen mitnehmen. Ist doch auch eine geile Sache. Ja, gucken wir rüber, was die Bratwürste machen. Ja, da war schon jemand verdammt fleißig. Fleisch geschnibbelt und so weiter und so fort. Und wie es weitergeht, wird man nachher ja sehen. Nach anfänglichen Wolfsschwierigkeiten habe ich jetzt hier die Wolfung übernommen. Hilft dir nichts, wir wollen euch fertig werden. Du machst das total gut. Herr Professor Darminger, Sie können nachher frischen Darm aufziehen. Schon wieder? Ich kann. Gut. Ich weiß, ob ich das kann. Flutschdarm. Aber wo ist genau? Na gut. Schade, dass wir nicht noch eine zweite Tülle haben. Dann könnte ich mich jetzt wieder mit dem Origami da anfangen. Leute, hier liegen sie, die ganzen Bratwürste. Wir haben jetzt 18 Meter Darm verarbeitet. Leck mir am Ärmel. Ich hab gedacht, der reicht vollkommen. Nein, wir haben noch Brät zum Mitnehmen auch noch übrig gehabt. Würste, mal dick, mal dünn, mal kurz, mal lang, wie im wahren Leben. Und ja, ich werde jetzt erst einmal die Bratwurst verkosten. Ich weiß ja selber noch nicht, wie sie schmeckt. Und? Lecker. Ja Leute, wer so eine GMF-Bratwurst probieren will, der braucht sich bloß bei GMF 2.0 anmelden. Da wird es die dann wiedergeben. Mhm. Björn, mein Hausfreund, so wie es manche Leute schon sagen. Was ist mein zukünftiger Ehemann? Ja, wie schmeckt dir unsere Bratwurst? Hervorragend. Hervorragend? Ist in Ordnung? Ja. Können wir wieder machen? Ja. Beim nächsten GMF, du weißt Bescheid? Ja. Hier draußen werden die Berge vergrillt und man kann hier, halt, lass offen. Ich räuchern mich ja. Mach nochmal auf. Man kann hier, glaube ich, wirklich von einem Wurstberg sprechen. Du kannst zumachen wieder. Du hast nur die Späne auf die Glut geschmissen. Das ist doch kein Räuchern. Na klar. Und wisst ihr was? Wie die angeräuchert sind, richtig geil. Die schmecken richtig gut. Ja. Oh, hier, einer muss schnell mit abgreifen. Du weißt schon, dass das unsere GMF-Wurst jetzt in Zukunft ist? Ja. Und mir brennt gerade der Finger weg. Schneid einen ruhig raus. Ich sehe gerade, hier ist noch mehr auf dem Grill. Was machst denn du da? Mach jetzt den Grill auf. Schluck erst mal runter, bevor du redest. Das werden sie auch noch pingelig hier. Ach, halt! Fisch mal hier. Da müssen wir noch dran arbeiten. Ja, keine Ahnung.
Oh, wir haben die Würste ja heiß geräuchert. Mach jetzt auf! Wir wollen es sehen! Ui! So muss das sein, das ist nicht verbrannt, das ist der karamellisierte Honig. Ah ja. Gut. Ja Leute, dann wären wir am Ende angelangt. Holen wir noch mal einen Prof und einen Gerrit. Gerrit für die Kämpfe. Ja, was wollen wir denn jetzt noch unseren Zuschauern mitteilen? Keine Ahnung, Herr Baron. Ich gebe dir gleich einen Baron. Herr Professor. Ach so, der ist ja wirklich Professor. Gut, Leute. Es war unserer Meinung nach, den Teilnehmern nach, eine wirklich gelungene Veranstaltung. Wir waren jetzt nicht die Riesengruppe. Wie viele Leute waren wir? Knapp 20. Knapp 20 und... also 19. Kommen Sie mal weiter hier ins Bild rein. Ich muss sagen, nochmal vielen, vielen Dank an euch beide für die Organisation und für, generell für die Veranstaltung. Ich fand es super familiär, in dieser Barbecue-Familie teil sein zu dürfen. Ja, vielen Danke. Dank. Kommen wir noch zu GMF 2.0. Es wird wieder stattfinden. Ja. Sofern wir genügend Teilnehmer zusammenkriegen. Also, es wird stattfinden wieder in Dornburg, wo wir letztes Jahr schon waren. Vom 19. bis zum 21. Juni in 2020. Und wir haben auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Überraschung. Welche, die werden wir im Laufe der Zeit noch verkünden, was wir speziell für den Freitagabend für euch geplant haben. Ansonsten könnt ihr wie immer sicher sein, wir hatten jetzt gestern auch 13 verschiedene Gerichte. Heute Morgen haben wir nochmal eine Signature-Bratwurst gemacht. Und wir können, glaube ich, sagen, bei der wird es auch in Zukunft bleiben. Die wird es weiterhin geben, diese Signature-Bratwurst, selbst gewolft. Dann hatten wir nur eigenes Dry-Aged-Fleisch aus eigener Erzeugung, das können wir auch sagen. Und ich denke, wir haben sehr, sehr gut gegessen. Und ja, ich bedanke mich bei allen Teilnehmern und Zuschauern, dass ihr uns die Treue gehalten habt und dass ihr hier zu uns nach Köln gekommen seid. Und was wir eigentlich auch schon sagen können, ist, es wird auch nächstes Jahr wieder ein GMF im Winter geben. Selbe Location, wieder hier in Köln und wahrscheinlich auch wieder das Mitte-November-Wochenende, weil da die meisten Leute Zeit haben werden. Also auch das kann man sich angucken. Also der zweite Samstag im November 2020 wird auch wieder das GMF dann 2.5 sein. Ja, und was ich jetzt noch sagen muss, es kamen in der Vorplanung schon Leute auf uns zu und gesagt haben, wächst einen Tag oder zwei Tagen dann runterzufahren, ist mir viel zu weit. Edge, die meisten waren am Freitag schon da, also doch drei Tage. Was wir sagen können ist, ab Freitag 15.05 Uhr lief das Bier und auch der Grill. Und wir haben jetzt für 99 Euro pro Nase geschmaust wie die Blöden und gegessen, getrunken, Spaß gehabt ohne Ende. Ich glaube, jeder hat eine mittelprächtige Fleisch- und Bierallergie aufbauen können dürfen. Und wir freuen uns jetzt auch schon wieder alle aufs nächste Mal. Also wer Lust hat mitzumachen, herzlich gerne. Genau. Und das Ganze wird dann auch wieder über die GMF-Webseite laufen. Da bist du, glaube ich, gerade am Basteln. Also es wird eine neue GMF-Homepage geben, auf jeden Fall. Also wir haben ja schon aktuell eine, auf der man sich informieren kann. Der Michael wird das wie immer verlinken. Dann haben wir eine GMF-Facebook-Gruppe, eine GMF-WhatsApp-Gruppe. Also auch da sind wir relativ modern oder breit aufgestellt. So, und die neue Homepage, die wird noch was Besonderes haben, nämlich mit einem Bezahlsystem, das heißt also mit so einem Minishop, wo man das Event direkt per PayPal und Online-Banking, also Kreditkarten werden wir nicht anbieten, weil das ist einfach zu teuer, das lohnt sich nicht und die Gebühren sind einfach zu hoch, das schaffen wir nicht, weil wir das mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis machen, aber die Seite müsste eigentlich so Mitte Dezember fertig sein, zu Weihnachten auf jeden Fall, sodass jeder mit seinem Weihnachtsgeld sich dann sofort schon das pünktlich buchen kann, um dann im Juni dabei zu sein, weil wir natürlich bevor oder genau an dem Tag, wo unsere neue Homepage offen geht oder beziehungsweise online gehen wird, nicht offen, online gehen wird, Entschuldigung, werden wir verkünden, welche Überraschung wir für den Freitagabend haben werden. Dann könnte ich mir vorstellen, dass doch wir auf einmal eine
Flut an Anmeldungen haben werden. Und ich kann schon sagen, wir haben nur 52 Schlafplätze. Die ersten werden die ersten sein in dem Fall. First come, first serve, denn... Drei sind für mich, mein Schatz und Patricia reserviert. Okay, ich stelle mein Zimmer stelle ich den Teilnehmern zur Verfügung. Ich hüpfe ins Zelt. So, und die Sache ist die ersten 52 Anmelder, da ist der Schlafplatz, die Übernachtung eben für zwei Nächte ist im Preis enthalten und alle anderen, wenn die Zimmer leer ausverkauft sind, sind sie ausverkauft. Sie können dann noch teilnehmen, aber müssen dann, was weiß ich, im Zelt, im Hotel, in einer Pension übernachten. Das ist so ein oder kleiner, im Wohnmobil. Oder im Wohnmobil oder im Wohnwagen. Das ist dann so ein kleiner Frühanmeldebonus. Aber wie gesagt, dazu ja. Im Dezember mehr. Und auch dazu muss ich wieder nichts sagen. Von Freitag 18 Uhr bis Sonntag Nachmittag frei essen, frei trinken, mehr geht dann glaube ich auch nicht. Und Übernachtung ist natürlich auch drin. Schubst man aus dem Bild raus, genau, der Quatsch zu viel. Ich muss erstmal noch mal eins sagen. Ich bin jetzt nur Gast hier und ich möchte mich noch mal bedanken und ich sage allen Zuschauern vom Grill Junkie und vom Professor Taste, Leute, wer sich nicht anmeldet, hat echt was verpasst. Also, so schnell anmelden, wie es geht. First come, first serve. Seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Alles klar. Das war's mit diesem Video. Leute, wir sehen uns. Ciao. Tschüss, ciao. So, Leute, noch das endgültige Schlusswort. Wir sind daheim angekommen. Sind immer noch ein bisschen am Aufräumen, am Verräumen. Aber das Wochenende war wieder sowas von geil und prima. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bei allen Teilnehmern bedanken. Besonders bei den fleißigen Händen, die wieder gespült haben wie die Verrückten. Ohne euch, wir wären wahrscheinlich in dem Geschirrbergen untergegangen. Vielen, vielen Dank an die Mädels und Jungs, wo sich da bereit erklärt haben. Und ich denke, beim nächsten GMF werden wir da gleich einmal einen Plan machen, weil da muss sich jeder klar sein, in GMF grillen mit Freunden, wir helfen zusammen, wir machen alles zusammen, wir grillen zusammen und natürlich auch aufräumt, etc. pp. Wir machen alles zusammen. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank nochmal an euch alle, wo dabei wart. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski.